Hey, wir sind noch nicht fertig hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Moin, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Shadow und ich kämpfen schon wieder gegen ein weiteres Wolfsrudel in der Purge und dieses hier kam verdammt schnell nach der letzten Purge. Du machst das schon. Ich darf ja den Speer nicht benutzen. Ich höre sie oben unsere Base zerlegen, ey, wie bitter. Ne? Au. Ja, hier fliegen die Bröckchen runter, ey. Oh Mann, ist das bitter. Das ist so. Du wolltest noch. Du wolltest keine Foundations mehr. Ja, ey, ohne Witz, das kann doch keiner ahnen, dass das sofort hier irgendwie. Es sind nicht mal 20 Minuten, glaube ich. Und, na gut, es ist nicht mal eine halbe Stunde, definitiv. Wie sie unsere Treppe zerlegt haben, das ist unsere Treppe, die wir mühsam aus den letzten Resten hier zusammengeflickt haben, ihr Schweine. Ihr hässliche Kackwölfe, ihr. Hörst du auf, da oben rumzubeißen, du mieses kleines. Oh, scheiße. Meine Leuchte ist kaputt. Jetzt muss ich auch die große Pieke benutzen. Ach, du musst die große Pieke benutzen. Aber die große Pieke, was machst du, wenn sie kaputt ist und wenn du dann ohne große Pieke dastehst und wenn du dir sagst, jetzt hätte ich gerne eine große Pieke, hä? Wenn ich darauf jetzt eine gute Antwort gebe, dann benutzt du die nächste Mal gegen mich. Ja, vielleicht. Oh Gott, okay. Das ist gerade mal die erste Welle gewesen. Ach du Scheiße, ey, das wird ganz so, bitter. Ich brauch Stahl, Junge. Ja, ich kann dir welches geben. Gut. Hier, nimm es. Es liegt unter mir. Nimm es. Wir können doch jetzt in der Zeit ganz schnell mehrere von den Fundamenten craften. Mit was soll ich das machen? Ich habe keinen Stein. Stein. Ja, ich habe keinen Stein. Bau ab. Ja. Dann muss ich weglaufen. Nach der Session Conan Exiles brauche ich, glaube ich, echt Urlaub, ey. Wo hättest du denn hin für Steine? Hier direkt unter uns am Ufer. Ja. Oh Gott. Ja, da sind die nächsten. 14 kann ich herstellen. Ein Mensch dabei. Ich habe keine Pfeile übrigens. Ja, ich schon. Jetzt nehme ich hier die Pike, ey. Könnt mich alle mal. Ja, wie ich jetzt gerade auch nichts sehen kann. Was? Wie kann er mich von da erwischen? Wow. Ist meine Trinkflasche kaputt? Oh Gott. Oh Gott. Flieht ihr nach. Ich bin so froh, dass wir diesen See hier haben. Mhm. Kann's auch sein. Ja! Hey, wir sind noch nicht fertig hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Alter. Nicht mehr normal hier. Alter! Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann dir nicht helfen. Ich komm weg.
Glück habe ich die Rüstung. Wir sind schon drei. Ich brauche eine Rumkugel jetzt. Ja, sind die doof. Oh oh, ich steck fest. Uiuiui. Ja, nehmt das. Wie er sich erst noch entschieden hat, umzufallen, als du ihn schon getötet hast. Hä? Egal. Ich habe keine Hochlandbären mehr. Oh shit. Warte mal. Ah! Ah! Kannst schon mal die nächsten holen. Okay, dann hole ich die nächsten. Hier sind sie, hier drüben. Ja, ich hol die nächsten. Okay. Wir müssen sie ja vom Haus wegkriegen. Ja. Die kommen aber jetzt zu dir. Einige geholt. In dem Po, in dem Po. Es ist ein einziger Albtraum hier, ein einziger Wolfsalbtraum. Ich glaube, Ritzi wäre im Himmel. Nee. Also, wenn wir sie töten, natürlich nicht. Wenn sie uns angreifen und wir sie töten müssen? Nee. Puh, wie anstrengend. Warte mal, wir dürfen die nicht so über die Kante ziehen. Okay, egal. Ja. Kann schon mal anfangen abzubauen. Nee, Scheiß werde ich machen. Werd die doch nicht abbauen hier. Dürfte mittlerweile auch Level 60. Ja, ich bin Stufe 60. Sehr gut. So schnell levelt man hier. Ja, na, bei der Purge, ey, das ist kein Wunder. Ah, ich hab Blut und Mist. Wie das aussieht. Wollte dich treffen und hat mich getroffen. Schon frech. Mhm. Fein, da kommt noch eine Horde. Mittlerweile sind hier oben nicht mehr allzu viele. Ja, aber da kommt ja noch eine Horde danach. Nein, nein, nein! Gott, ey, ich bin fast tot. Ich kann mich auch nur noch mit Fleisch hochheilen gerade. Ich heile mich nur noch mit Beeren. Weiß nicht, ob Fleisch mehr. Nee, Bären heilen mehr. Definitiv Bären.
Okay. Aber weißt du das? Wenn ich das sehe, wenn ich Bären gegessen habe, war die Leiste schneller voll, als wie wenn ich Fleisch esse die ganze Zeit. Ja, wie? Wie die Kisten in der Luft schweben, aber in den Kisten war auch wertvolles Zeug drin, teilweise. Ja, das ganze Fell war halt drin. Aber ja, dann darfst du gleich nochmal abhauen. Nein, ja, solange sie in der Luft schweben. Ey, scheiße, einige sind auch verschwunden von denen, ne? Ja, ich sehe es. Deswegen, ja. Oh Gott. Ja. Danke, lieber Gott. Gleich kommt die Nachricht, ein Wolfsrudel formiert sich. Ja, aber hier sind echt nur 3 Kisten. Ja, ja, ich weiß. Das ist gar nicht gut. Ja, die Crafting-Stationen sind halt wieder weg, ey. Ach, Mann, Kacke. Aber ich bin fast dafür, dass wir jetzt schon mal tatsächlich Schluss machen. Ich glaube auch. Das waren einige Kisten mit Dietrichen drin. Ja. Hast du noch Dietrich im Inventar? Ja, 3 Stück noch. Wir haben auch drin, glaube ich, noch welche. Ach Gott, jetzt habe ich... Diese Purge, ey. Du hast, glaube ich, noch das Häutermesser auf jeden Fall. Ah, nee, das ist kaputt gegangen, oder? Oder hast du das... Nee, ein bisschen haben wir noch. Dann kannst du ja nochmal ein paar Wölfe ausnehmen. Vielleicht wäre eine Seeburg etwas besser gegen die Purge. Ey, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Stimmt. Die Wölfe gehen ja nicht ins Wasser. Stimmt, wir können einfach im Wasser bauen. Dann können uns die Wölfe mal... Stimmt. Na gut, sie werden wahrscheinlich gezielt auf das Haus, was jetzt schon steht, gehen. Ja, das abreißen. Ja, wieder. Was hab ich? Also die Strukturen, meine Wege, können teuer sein, aber da würde ich ehrlich gesagt ziemlich drauf scheißen. Ja, warte, ich habe noch Foundations. Ich baue jetzt schon mal ein bisschen was im Wasser auf. Ja, mach so, dass aber gut aussieht, ne? Ja, so, dass es gut aussieht. Du hast Ansprüche. Ich bin gerade froh, wenn wir hier nur überleben. Wenn wir nicht irgendwie, ne? Wir machen das jetzt mal hier vorne. Ich darf nicht weiter weg. Ja, ich kann es doch nicht ändern. Ich kann nur eine Sache. Ich kann nur bauen oder zu dir kommen. Es geht nun mal nicht anders. Ja. So nennt man mich. Horst. Obwohl, ich kann das auch mit den Foundations machen. Und du kannst, schon mal den Rest. Crafting-Station und so. Alles. Ja gut, da wollen wir jetzt alles nochmal neu machen, alle Crafting-Stationen. Ja, wäre ich für, muss ich sagen. Okay, na gut, dann versuche ich das mal. Bestimmt kommt gleich wieder eine Purge. Ich sag's dir, sobald wir alle Crafting-Stationen wieder fertig haben, kommt wieder eine Purge. Alter! Ja, aber dann haben wir sie im Wasser, ist doch uns egal. Was baust du gerade für einen krassen Tempel da auf, ey? Ne? Das ist Produktivitätsspiel, ja. So. Kenne ich nicht das Wort. Was bedeutet das? Ja, merke ich. Ja. So, Moment mal jetzt hier. 200 von den Dingern. Ach ja, Moment. Zimmermannswerkbank, genau. Brauch mehr Holz. Kennt das Problem. Da musst du, glaube ich, mitkommen zum Holzfarmen. Ja, ich brauche auch gleich Holz. Ich nehme noch schnell Steine mit. Wie viel habe ich jetzt? Das ist schon irgendwie ein bisschen... Ich finde, das ist ein bisschen krass, wie oft das kommt. Also, ja, wir sind jetzt halt im gefährlicheren Gebiet. So. Ja, trotzdem. Stell dir mal vor, wir hätten diesen Wasserbug jetzt nicht. Stell dir mal vor, die würden einfach dann auch trotzdem auf uns eingerannt kommen. Wäre schon auch dann ein bisschen scheiße, finde ich so. Also dann wäre für mich klar, dass wir eigentlich noch nicht hier sein dürften. Nee, dann wäre für mich klar, dass das nicht gebalanced ist. Weil wir sind Level 60. Ich meine, was sollen wir noch machen und haben und tun, bevor wir hier hin können, ne? Das finde ich ein bisschen sehr übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sagen denn die Zuschauer dazu hier? Ihr könnt auch mal was dazu sagen. Ist das mit der Purge, wenn das irgendwie, keine Ahnung, gefühlt alle halbe Stunde kommt, ist das ein bisschen zu viel oder ist das, meint ihr, das ist okay? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, für den Unterhaltungsfaktor findet ihr das natürlich ganz geil, wenn wir ständig mit Wölfen konfrontiert werden. Aber jetzt mal, stellt euch mal vor, ihr spielt das Spiel selber
Und es kommen wirklich alle paar Minuten so eine Purge. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr hart, oder? Also insbesondere, wenn man bedenkt, dass das hier ja eigentlich der Singleplayer ist. Und ich ja eigentlich alleine hier wäre, so. Da ist das schon, wie ich finde, ein bisschen sehr hart. Und auch ein bisschen sehr nicht balanciert. Ja. Was fehlt denn jetzt noch? Ach ja, genau. Haben wir doch unser schönes Wasserdomizil. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber ansonsten geht's eigentlich. Ich hab sogar noch ein paar Wände. Wer von euch baut seine Basen auch immer instinktiv da, wo Spielbär seine baut? Ich baue die instinktiv da, wo Spielbär seine Basen baut. Moment mal, das könnte daran liegen, dass ich Spielbär bin. Weil ich der Spielbär bin, weil ich der Spielbär bin. So, die Trockner, die kommen hier hin, direkt neben das Feuer. Wunderschön. So, jetzt hole ich mir noch Metall, dann machen wir noch die Feuerschale und dann haben wir, glaube ich, alles. Und wenn ich die Feuerschale platziere, weiß ich genau, dass dann wieder die nächste Purge kommt. Sowas von. Aber sowas von. So, da bin ich wieder. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Habe ich es vergessen? Ach ja, genau, ich wollte... Weißt du, was wir auch mal machen könnten? Ja, was? Unserem Gott huldigen. Das stimmt, ja. Kann man mal machen. Könnte hilfreich sein. Warum habe ich eigentlich eine Toilettenpapierrolle zum Craften? Betäubende Bandagen. Ach so, warum sollte ich betäubende Bandagen craften? Das ist irgendwie seltsam. Wer will denn sowas? Baue eine Bienenfarm. Ja, stimmt, das können wir auch nochmal machen irgendwie. Lassen wir mal mehr von diesen ganzen Spezialgebäuden mal bauen. Also wir müssen doch eigentlich mal so von unserem Gott, da, Priester von Jog. Freischalten. Kriegen wir nur die falsche Alraune. Oh Gott. Ja. Ach, von ihm hier ist auch deine Rüstung. Ah. Von wem? Also von deinem Gott. Aus deiner Religion. Seht oder was? Nee, Valnir, ich habe eine Valnir-Rüstung. Ja, im Valnir, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber so kann es auf jeden Fall sein. Und das ist halt von deinem Gott. Ach so. Blutverschmierte Altar. Ich gehe gerade mal so durch. Ich crafte mal so durch, komm. Priester von Mitra. Nee, wo ist denn der Jog? Warte, ich kann noch Filter nehmen. So. Also, jetzt gucken wir mal nach hier. Zugbrücke. Wo ist sie denn, die Zugbrücke? Da unten. Gehärteter Ziegel, da weiß ich schon nicht, wie das geht. Gehärteter Ziegel, Stahlverstärkung, da brauchen wir Stahl und geformtes Holz. Das wird, glaube ich, alles noch ein bisschen dauern, bis wir das machen können. Da haben wir, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit dazu. Also nicht jetzt so ohne weiteres, ohne dass wir was Spezielles dafür brauchen.
Ich würde gerne noch auch mir so eine krasse Rüstung craften, auch von einem anderen Dingens. Mhm. Einer anderen Religion. Ja, guck doch mal, was so geht. Mitra, hier. Dick. Der Keto, ja, genau. Alter. Okay. Da habe ich mich jetzt wohl krass für diese Religion entschieden. Weil es 50 Punkte gekostet hat. Ach so. Weil du das gerade sagst, die Leute haben immer gesagt, wir sollen die Religion nicht selber freischalten, sondern bei Priestern lernen, weil wir sie dann kostenlos bekommen. Ach, braucht denn sowas? Ich muss mal schnell Holz holen. Komisch, ich dachte eigentlich, während ich weg bin, würde die Purge kommen. Habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Ich bin sehr überrascht, dass keine Purge kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehärtete Ziegel in der Feuerschale mit Stein herstellen. Aha, in der Feuerschale. Okay. Das Beste an Conan sind die Sklaven. Der Meinung bin ich auch, Spiel. Wir sollten uns mehr Sklaven besorgen. Ja, ich sehe jetzt auch so aus, ne? Wie jemand, der sich Sklaven besorgen würde. Das stimmt, ja. Wir brauchen dazu auf jeden Fall ein Video. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss, weil meine Stamina ist jetzt echt verbraucht. Ich kann nicht mehr. Das wird sonst nichts. Ich stelle gerade noch den Tempel ein. Den will ich jetzt auf jeden Fall noch ausprobieren. Okay, naja, dann mach das. Aber das ist das Letzte, was wir jetzt machen. Ach du Kacke. Du leckst auch gerade so ein bisschen riesig, oder was? Ja. Ich stell den mal... Da oben auf den... auf die Plattform da. Hier oben? Ist doch eine gute Stelle, oder nicht? Ja. Kommt gut. Ich gehe mal ein Stück zurück. Oh, okay. Nice. Freudenhaus von der Keto. Ja, weißt du Bescheid, ne? Genau das Richtige hier für Shadow. Freudenhäuser. Man kann das aufwerten. Manifestation des Alters kostet das viel. Bestimmt mit irgendwelchen Deko-Objekten oder so. Ja, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von Conan Exiles für diesen Stream auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, höchstwahrscheinlich dann nächsten Samstag. Und da werden wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen mehr machen. Da werden wir versuchen, wieder die anderen Baustrukturen zu benutzen. Da werden wir auf jeden Fall auch wieder Sklaven uns besorgen. Da haben wir dann Wheel of Pain und solche Sachen. Das kommt dann alles beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal in Conan Exiles. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.